Hi, grüßt euch. Ich versuche gerade mal wieder meinen Rückenschmerzen davon zu laufen. Hab gedacht, ich nehme euch mal mit, denn ich bin euch noch das Besteck schuldig von Alfred Fuchs. Ihr habt es im letzten Video ja schon anklingen gehört. Das möchte ich euch heute zeigen. Und da laufen wir jetzt mal den Berg hoch und suchen uns eine schöne Stelle dafür. Hier haben wir den nächsten Hausberg, wo es die Bäume dahin gerafft hat. Das war im Winter noch nicht. Sehr schade. Und leider auch wieder richtig großflächig. Ich kann jetzt von hier die hohe Wurzel sehen. Das war früher unmöglich. Ich drehe die Kamera mal gerade um. Ein kompletter Hang entwaldet. Hier drüben der Turm der hohen Wurzel. Tja, wie gesagt, schaut euch nochmal mein Winterwandervideo an. In der Dreigipfeltour, da bin ich genau hier entlang gestapft. Da war hier noch Wald. Aber für mich geht es heute noch mal ein Stück weiter nach oben auf den Biegel. Auch einer meiner Hausberge, fast vor der Haustür. Und dazu geht es jetzt wieder in den Wald. Das macht bei mir persönlich auch immer den Reiz aus, die altbekannten Wege immer wieder zu gehen. Und wenn es 10-mal im Jahr ist, das letzte Mal, als ich hier war beispielsweise, habe ich knietief im Schnee gestanden. Jetzt schwitze ich hier bei 28 Grad hoch. Ja, aber wie gesagt, so kriegt man den Lauf der Natur und den Lauf der Jahreszeiten erst richtig mit. Wow, also hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Hier war ich auch noch nie. Ich kenne dieses Flurstück überhaupt nicht. Aber schaut euch das mal an. Mega idyllisch, alles vermoost, super ruhig. Schön. Aber ein Stück weiter gehe ich noch und suche mir eine schöne Ecke, um euch das Besteck vorzustellen. So, und hier habe ich anscheinend mal wieder so eine Kirrung für Wildschweine gefunden. Das sieht man eigentlich öfter im Wald. So eine Art, ja, Wildschweinplatz, Spielplatz. Nicht ganz uneigennützig. Ja, aber immer wieder spannend. Die scheinen dieses große Teil hier wahrscheinlich dann auch noch mit Essen gefüllt einmal rundzuschleudern. Das sieht echt heiß aus. Und auch wenn ich hier jetzt noch keine entdeckt habe, normalerweise bin ich jetzt auch auf einer Wildkamera, weil die hängen hier immer in der Nähe von solchen Kirrungen. Zumindest habe ich schon oft welche gefunden. Keine Ahnung, mich stört das nicht. Hab ja nichts kaputt gemacht. Geht natürlich auch eigentlich ums Wild selber. Aber ist auch nicht ganz so astrein nach allem, was ich gehört habe. Also eine Wildkamera aufhängen, ja, da ist sie, ich sehe sie gerade, ist auch gar nicht so rechtlich unbedenklich. Da ist er. Grüße.
einmal winken und weiter geht's. So, und damit bin ich jetzt ziemlich genau da, wo ich hin wollte. Man sieht schon in der Ferne, man hat hier jetzt Blick. So, und hier vorne, direkt neben der Tanne oder was das auch immer ist, die entwaldete Fläche, das ist der Altenstein. Da hinten ist die Platte, hier vorne ist die Weher Wand, habt ihr auch schon oft gesehen, da war der letzte Overnighter. Und hier vorne schauen wir dann schon mitten ins Rhein-Main-Gebiet. Auf jeden Fall freut mich, dass ich dieses Jahr schon sehe, dass diese Spuren der Harvester und alles eigentlich von der Natur schon weitgehend beseitigt worden sind. Man sieht, dass wir haben hier wunderschöne Wildblumenfelder. Natürlich kommen auch schon die ersten kleineren Bäumchen wieder hoch. Ich habe es oft genug erwähnt, wir werden es zu Lebzeiten nicht mehr erleben, dass hier ein hoher Wall steht. Aber ich finde, so langsam kriegt es schon wieder einen natürlichen Touch, jetzt wo wirklich die Baumstämme abtransportiert sind. Und wir können nur hoffen, dass das, was jetzt kommt, beständiger ist. Aber es gibt ja einen Grund, warum ich euch mit nach hier oben genommen habe. Zum einen natürlich, um den schönen Weg und die Aussicht zu zeigen. Aber ich habe euch beim letzten Mal versprochen, ich habe es jetzt hier drin, dass ich noch das Besteck von Arvet Fuchs vorstelle. So, meins ist jetzt schon ein bisschen zerknickt. Man sieht das, hat es schon ein paar Mal mit dabei. Ja, das ist das gute Stück. Das Campingbesteck aus der Serie von Arvet Fuchs von Aldi Süd. Derzeit noch gut erhältlich zum Zeitpunkt, wo das Video gedreht wird. Ich nehme an, das wird auch die nächsten 2-3 Wochen noch erhältlich sein. Bin mir fast sicher, dass es wie alle anderen Produkte auch von anderen Herstellern im Internet in ähnlicher Form gibt. Ich pack's mal auf und zeige euch, was alles dabei ist. Im Gegensatz zu der Verpackung von unserem Campingkocher ist das Ganze diesmal auch ohne Plastik. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich meine zumindest, es war keins drum. Das ganze Besteck kommt in so einer richtig formschönen, ja, so eine Art Jute-Stoff. Sehr derber Stoff zumindest. Richtig schön hier wieder mit dem genähten Logo. Druckknopf und dann klappen wir das mal auf. So, drehen es noch um, damit man es richtig sieht. So, und was haben wir jetzt alles dabei? Natürlich den obligatorischen Löffel, die Gabel und das Messer. Dem Messer selber würde ich jetzt nicht gar zu viel zutrauen. Das Ganze ist sehr leicht. Es ist aus Bambus gefertigt, natürlich auch wieder FSC zertifiziert. Sehr leicht, muss ich sagen. Also ich kann euch nicht die genauen Grammzahlen sagen, aber es kommt definitiv in den Bereich von einem Kunststofflöffel. Titan, wäre gelogen, aber könnte sogar sein, dass das hier zumindest der Löffel allein schon mal so einem Titanspork entspricht. Es ist natürlich mehr, als man wirklich braucht. Dann sind wir mal ehrlich, was davon braucht man wirklich? Ein sehr nettes Feature finde ich das, was hier dabei ist, nämlich ebenfalls aus Bambus gefertigt, ein Strohhalm. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir zwischenzeitlich auch schon Edelstahlstrohhalme geholt, denn ja, Plastikstrohhalme gibt es zum einen nicht mehr und sind auch wirklich alles andere als empfehlenswert. Womit ich allerdings auch nicht klarkomme, sind die derzeit überall verteilten Papierstrohhalme. Die lösen sich in der Regel auf, noch bevor ich das Getränk leer getrunken habe. Insofern ist das eine sehr schöne Ergänzung. Ich überlege, ob ich das vielleicht sogar nochmal gegen einer meiner Edelstahlstrohhalme austausche. Dazu noch eine kleine Flaschenbürste. Ja, allerdings nicht für Flaschen, sondern hier, um wunderbar den Strohhalm reinigen zu können. Nachdem ich schon so einiges an Löffeln bei mir im Rucksack hatte, bin ich eigentlich in letzter Zeit dazu übergegangen, fast nur noch Stäbchen zu nehmen. Denn mit Stäbchen kann man praktisch alles essen, außer der Suppe, und die kann man schlürfen. Trotzdem ist es natürlich schön und angenehm, nicht nur für Outdoor-Touren, sondern auch für Familienausflüge, ein schönes Picknick, alles dabei zu haben, von Löffel über Gabel bis zum Messer. Wie gesagt, das Messer würde ich fast rauslassen, beziehungsweise werde ich nicht benutzen. Denn zum einen kann ich mir nicht vorstellen, dass das sonderlich lange, ja, funktionell bleibt. Wenn man hier ein bisschen was geschnitten hat, es ist halt nur sehr leichtes Holz. Und ein Messer habe ich ohnehin immer dabei. Für diejenigen, die gerne auf Bequemlichkeit Wert legen und gerne alles dabei haben, vom Löffel über Gabel bis hin zum Strohhalm, ist dieses Set wirklich toll. Ich finde auch, das Gewicht ist sehr, sehr gering. Wir reden hier von 30, 40 Gramm. Auch hier, ich habe es nicht nachgemessen, aber es ist wirklich außerordentlich leicht, dadurch, dass es Bambus ist. Und auch relativ dünn. Ist es was, was man unbedingt braucht?
Ich denke nein. Also für diejenigen, die sowieso viel draußen unterwegs sind, die werden ihr Besteck haben. Man kann sich es anschauen, für den Preis ist es sehr attraktiv. Es sind natürliche Rohstoffe nur verwendet worden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das Thema Holzschnitzen, ich habe es probiert. Ich habe auch schon mal einen Löffel hinbekommen. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist nicht jedermann gegeben. Und auch da muss man eigentlich wieder richtiges Werkzeug mitschleppen, wenn es richtig gut werden soll. Und für diejenigen, finde ich, ist das eine ganz schöne Sache. Bei mir wird es auf jeden Fall in Zukunft öfter mal mitgehen. Ich will das jetzt nochmal im Langzeittest einfach mal mitnehmen und schauen, ob es mir wirklich den Plastiklöffel ersetzt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der Strohhalm, den finde ich halt wirklich nett. Ich muss mal ausprobieren, ob er auf den Sawyer Mini passt. Falls ich das bis zur Veröffentlichung des Videos gemacht habe, blende ich das jetzt ein, ob er passt. Ich kann es mir aber nicht so richtig vorstellen, denn da schiebt man ja auch so ein bisschen auf die Filteröffnung drauf und er ist schon sehr speziell dafür gefertigt. Aber in Anbetracht dessen, dass es fast nichts wiegt und halt ein paar schöne Sachen mit dabei hat, wandert das auf jeden Fall bei mir in den Rucksack. Ich lasse euch demnächst vielleicht mal in irgendeinem meiner Tourenvideos wissen, wie es funktioniert oder ob es kaputt gegangen ist. Und jetzt ist mir ja die Tage aufgefallen, dass ich tatsächlich die 600 Abonnenten überschritten habe. Ich freue mich riesig. Danke euch für eure Abos. Ich erwähne das relativ selten. Ich blende auch keine Abonniert-mich-Buttons ein, denn ihr wisst, ich freue mich wahnsinnig über Abos, aber es ist nicht mein erklärtes Ziel, viele Abos zu sammeln. Ich freue mich jedenfalls trotzdem über jedes, das ihr mir da lasst. Ich finde das auch immer toll, dass ihr so schön kommentiert. Ja, und da ich die 500 schon verpasst habe und bis 1000 es wahrscheinlich noch ein weiter steiniger Weg ist, habe ich mir Folgendes überlegt. Heute gibt es mal eine Kleinigkeit zurück. Ich habe außer meinem Set und das für meine Familie mir noch zwei weitere geholt. Genau dasselbe Campingbesteck, was ich eben vorgestellt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Ich verlose das heute einfach mal. Ihr braucht nicht abonnieren oder liken oder sonst was. Freue ich mich, wie gesagt, tierisch drüber. Aber das Einzige, was ihr machen müsstet, ihr müsstet mir eine E-Mail schreiben. Und zwar an unten eingeblendete Adresse benny-autor@web.de. In den Betreff schreibt ihr einfach Campingbesteck rein. Wenn ihr möchtet, auch schon euren Namen und Adresse. Das würde es mir natürlich leichter machen. Ich werde dann später einfach wahrscheinlich meine Kinder irgendeinen Namen von einem Zettel ziehen lassen. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch einfach nur eure E-Mail mit dem Begriff eingeben und wenn ihr dann gezogen werdet, da ich das Ganze natürlich einfach privat mache, gibt es keine Gewähr bei der ganzen Geschichte. Die Daten, ich werde sie danach direkt löschen. So wie ich das gezogen habe, gehen eure E-Mails wieder über die Wupper. Ich schreibe mir das auch sonst nicht auf. Die beiden Gewinner bekommen es dann natürlich kostenfrei zugeschickt und wenn ihr Lust habt, macht mit. Ich genieße jetzt noch einen Moment die Sonne und diese herrliche Aussicht hier auf meine Hausberge. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ein kleines Video. Und denkt dran, wenn ihr Lust habt, macht beim Gewinnspiel mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Ach so, die Rückenschmerzen habe ich wie immer beim Laufen abgehängt. Nur der Abstieg, der war jetzt semi-gut gewählt.